zusammen, da sind wir zurück bei The Legend of Zelda Tears of a Kingdom im Schutzraum. Da gucken wir uns jetzt mal um. Wir sollen uns ja eigentlich ausruhen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nur mich schlafen legen. Aber vorher schaue ich mal, was hier noch so alles steht und liegt. Schaut mal, das ist ein Schwert. Vielleicht sollte ich ja doch in Erwägung ziehen, ein bisschen was auszutauschen. So mindestens so. Vielleicht die, die wir schon benutzt haben. So. Hier könnte ich jetzt kochen. Ah, sprechen wir mal mit Burnen. Du bist neu hier, ich nämlich auch. Ich heiße Burnen und ich bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst und Pilzen, das gibt Energie, so war zumindest in meinem Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Eine Nebenquest haben wir damit jetzt uns geholt. Aber ach, jetzt habe ich da eine. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich würde gucken, wie viele Äpfel wir brauchen. Einen Apfel. Okay, ich habe jetzt keinen. Die können wir aber besorgen. Das ist kein Thema. Hinweise für Forscher. Hinweise lesen. Nö. Macht sauber. So, passt mal auf, bevor wir da jetzt uns schlafen legen. Willkommen, mein bescheidener Name ist Mondan. Ich bin damit beauftragt, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. Dies ist ein Schutzraum, der von jedermann genutzt werden kann. Bitte bleibt hier, solange es euch beliebt. Okay. Hi. Ja, ich bin vorsichtig. So, ich wollte einen Apfel besorgen. Und zwar hatte ich Äpfel hier in dem Shop gesehen. Ups. Einen können wir ja kaufen, der wird jetzt nicht so teuer sein. Ein bisschen Geld haben wir noch. So, dafür brauchen wir das nur anklicken. Ja, hier einer. Schön teuer. 12 Rubine, einen Apfel. Mensch, Mensch, Mensch. Das sind ja Preise hier. Die sind gepfeffert. Nee, ach Mensch. Ja. Nee, Entschuldigung, ich wollte dich ja gar nicht ansprechen. Ich wollte ja eigentlich die Leiter nehmen. So, guck mal, ich habe einen Apfel für dich. Wenn du mir jetzt noch sagst, du brauchst noch einen Pilz, will ich es im nächsten Mal selber sammeln. Das ist aber nett, dann lass mich das schnell für dich brutzeln. Dann kriegen wir was zu essen. Haben wir wenigstens was davon. Na, das ist Obst und Pilzen à la Burnen. Sieht lecker aus, oder? Okay, danke schön. Kann eigentlich jeder machen, ja. Haben wir ja auch schon. Jetzt legen wir uns eine Runde hin. Ein Bett ist noch frei. So, 5 Uhr morgens ist es. Der sitzt immer noch da. Die stehen auch alle noch da, wo sie vorhin gestanden haben. So, mal gucken, wie weit jetzt Pura ist. Na, jetzt sind hier die Türen auf. Das hier hin, nein, das hier muss so. Und fertig. Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. Hey! So, Joshua, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter.
Und schon sind alle diese Türme auf oder in Hyrule aktiviert und können von uns dann betreten werden, mehr oder weniger einfach, um dann die Karte zu erweitern. Dann los jetzt, Link. Du bist an der Reihe. Als erstes. Als das Pad an die Vorrichtung dort. Okay. Du hast immer so einen Teleportpunkt. Das kennt man ja auch schon aus Breath of the Wild. Da sahen die Türme anders aus. Da musste man immer oben drauf klettern. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbereit sein. Jo. Du kannst dich jetzt jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografie-Turms teleportieren. Die werden ja dann noch angezeigt als solche. Das ist ja wie bei den Schreinern. Aber das ist noch nicht lange alles. Das Tollste an diesem Kartografie-Turm. Dein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasegel umgehen können. Außerdem gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du da mal so freundlich? Hier, bitteschön. Und da habe ich endlich das lang ersehnte Parasegel. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Jawohl, machen wir. Okay, dann. Mal hier ab. Man kann hier oben jetzt halt viel mehr sehen als bei den anderen Kartografietürmen. Aber da hatte man ja auch nicht dieses, nennen wir es mal Himmelreich. Das, was wir jetzt hier sehen, diese Inseln, die werden damit jetzt auch gleich kartografiert. Immer die, die jetzt auch über dem Teil der Karte sind, den wir da aktiviert haben. Aber die Oberfläche und dann haben wir auch gleich den Himmel. So, was ich jetzt mal mache, ist, ich steuere mich mal zu den... Oh. Ich glaube, das war noch nicht... Nee, machen wir nochmal. Ich habe jetzt halt nicht so viel Ausdauer, deshalb muss man da jetzt ein bisschen rumspielen und immer mal wieder fallen. Man kann das natürlich ein bisschen ausgleichen mit irgendwelchen Ausdauertränken, aber die habe ich jetzt nicht. Deshalb mache ich das jetzt so. Und schon haben wir gar nicht mehr so einen weiten Weg bis dahin. Da sind auch schon Pferdchen. Und das war eben auch Glückssache, dass es nicht zu hoch war. Ich muss ehrlich zugeben, da habe ich gerade gar nicht aufgepasst mehr zum Schluss.
Dann nehmen wir mal den Schrein mit hier. Und jetzt sieht man auch im Hintergrund schon diese Türme, ne? Macht auch Sinn, die relativ am Anfang, egal an welcher Stelle man jetzt schon ist in der Story, die aber schon freizuschalten, ist nicht verkehrt. Umso mehr sieht man halt auf der Karte. Und umso schneller kann man dann auch von A nach B reisen. So, Kampftechnik werfen. Okay, also wieder ein Kampfschrein. Die pflücke ich mal. Ey, ich wollte die pflücken. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Also das kennen wir schon, beim letzten Mal hatten wir auch so einen Kampfschrein. Ziele sorgfältig und wirfst du dann das Material nach dem Gegner. Ja, aber ich brauche erstmal Material. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ja, ich will ja. Nun lass mich doch. So. Ja. Werde doch mal hier nicht einfach schießen. Ich muss erstmal einsammeln. So, und ich will diese Frucht auswählen und nicht mein Schwert. Manu! Ich will dich treffen. Hat er mich getroffen? Vielleicht sollte ich dich daran. Ja, so war gut. Ausgezeichnet. Lass dich von den Bewegungen des Gegners nicht täuschen und wirf das Material nach ihm. Okay. Ja, wie gut, dass da so viel war. Und ich habe ja sowieso ein paar von den Dingern schon eingesammelt. Der uns aber auch getroffen, ne? Alle Techniken gemeistert. Nee, da war jetzt ja nicht so viel. Manche Schreine gehen wirklich schnell. Und dann kommt man schnell zum Erfolg und das finde ich klasse. Andere sind wirklich ein bisschen größer und dann kann man da ordentliche Rätsel lösen. So, ich sammle das mal ein, was da oben liegt. Ach, das Schwert brauchen wir eigentlich nicht. Der Bogen könnte aber vielleicht interessant sein. Ja, der hat ein bisschen mehr. Die sind auch gut. Die kann man als Bomben verwenden. Und schon holen wir uns das Ganze. Kommen der ganzen Sache. Für mehr Ausdauer schon mehr. Ich habe jetzt auch mit Absicht mich nicht geheilt, denn am Ende eines Schreins hat man dann die Möglichkeit, oder wird man automatisch geheilt. Man hat nicht die Möglichkeit, das machen die einfach. So kann man sich das da an der Stelle sparen. Es sei denn, es ist so ein komplizierter Schrein, dass man dann doch vielleicht zwischendurch, wenn man nur noch aus dem letzten Loch pfeift, sich doch etwas essen gönnen sollte. So, dann brauchen wir noch zwei Segenslichter und dann können wir auch schon uns bei der Statue mehr Ausdauer holen. Das überspringen wir jetzt mal. Das ist im Prinzip ja immer das Gleiche. Ich habe hier vor dem Schrein Pferdchen gesehen. Ich nehme jetzt eins mit. Wo waren die? Da. Die Pferde haben auch unterschiedliche Temperament. Das ist ein unterschiedliches Temperament und sie können unterschiedlich schnell laufen. Manche lassen sich schnell fangen, andere nicht so schnell. Manche lassen sich auch schnell beruhigen und zähmen und bei anderen dauert das dann eine Weile. Wichtig ist es, hier immer ruhig zu bleiben. Hup.
Ich tätschel es jetzt mal eine Weile. Braves Pferdchen. Mit dir reiten wir jetzt mal. Huch. Ich habe jetzt irgendeins genommen, ne? Ich habe mir jetzt kein spezielles ausgesucht. Jetzt reiten wir mal zum nächsten Schrein. Komm, der ist nicht hier. Alles gut. Also je besser man es unter Kontrolle hat, desto weniger macht es halt, was es selber will, sondern hört dann auch auf uns und bleibt auf dem Weg. Und dann folgt es sogar, also wenn man es richtig gut gezähmt hat, folgt es dann sogar dem Weg automatisch. Und kommt dann nicht immer ständig von ab. Alles gut. Alles gut. Pferdchen, alles gut. Hui. Wenn wir natürlich aufpassen, die blöden Goblins da können das Pferd natürlich auch scheu machen. Und da ich es noch nicht registriert habe, würde es dann einfach abbauen. Und dann kann ich es auch nicht wieder rufen. Na, komm hier, lauf mal ein bisschen schneller. Nicht dagegen, bitte. Ich will eigentlich zu diesem anderen Schrein reiten. Und wenn man dann so ein, nennen wir es mal Pferdehotel gefunden hat, dann kann man die Pferde da registrieren. Und dann gehören sie einem auch. Und ja, hier in dem Teil jetzt auch ganz neu, kann man sie anders ausstatten. Andere Decke drauf, anderes Zaumzeug. Man kann sie Kutschen ziehen lassen. Aber eins nach dem anderen. Weg da, du Fuchs. Da ist der Schrein, den sehe ich ihn schon. Und da sind noch diese großen, die ich nicht reinrennen möchte. Diese Brunnen, die hier überall sind, die können wir später auch noch untersuchen. Die bergen auch immer kleine Schätze. Manchmal kommen diese Viecher übrigens, an denen wir vorbeigeritten sind, auch hinterher. Dann haben die auch Pferde und kommen dann hinterher. Das ist schwierig dann abzuhauen. Oh, da hinten ist auch noch eins. Einer. Boah, hier sind ja viele Schreine. Also mal gucken, ob es dann noch da ist, wenn ich wiederkomme aus dem Schrein. Manchmal bleiben sie stehen und warten. Aber nicht immer. Wo war der jetzt? Da ist er. Den markieren wir auch gleich. Formenrätsel, okay. Nochmal gucken, was uns hier erwartet. Ah ja, sowas, okay. Müssen wir die Dinger da durchkriegen. Es ist gerade eher die Herausforderung, was zu sehen, als die Form. Doof angefasst. Ne, das reicht gerade so. Oh, gerade so. Okay, und dann haben wir den nächsten Schritt. Da müssen wir irgendwo hochklettern können. Da müssen wir eine Form durchbringen. Hier ist ja auch was.
Ah, manchmal ist das mit dem Drehen. Ich dachte, es würde auch so gehen, aber nein, tut's nicht. Es funktioniert so nicht, okay. Manu, das Ding. Nee, Quatsch. Jetzt komm, jetzt lass dich doch mal irgendwie so drehen, dass ich dich da auch durchkriege. Schade, ich dachte, ich kann es dir irgendwie so durchzwingen. Doch, das müsste doch gehen. Nee, doch nicht? Nee, schade, da hängt es dann da fest. Ich kann es dir einfach so längs durchzwingen, aber nein, will er nicht. Ja, so wird's was, okay. Vielleicht doch erst auf die andere Seite gehen sollen. So, ich mal, ob ich die Schatzkiste holen kann. Komm. Es sieht nicht schön aus, aber... Vielleicht eine Idee. Machen wir das so. So, war nicht schön, aber es hat funktioniert. Ich hier ewig rumdrehe und rum... ja, da Geduld hat, kann das natürlich machen. Aber so ging es auch. Ne, jetzt muss ich wieder das andere auswählen. So, jetzt müssen wir da hochkommen. Ob das wieder so klappt wie eben. Ja, sieht doch gut aus. Hat auch funktioniert. Vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber es hat geklappt. Und auf perfekt sind wir mal ehrlich. Kommt es hier nicht drauf an, sondern man möchte die Schätze haben, man möchte dieses Seelenlicht haben und wie wir da hinkommen, ist doch egal. So, jetzt überspringen wir mal das Ganze. Da wir den Spruch jetzt ja schon mal gesehen haben und auch noch öfter sehen werden. So, mal gucken, ob ein Pferdchen noch hier steht. Jawohl, es ist noch da. Juhu, hallo. Ja, fein, hast du gewartet. So, dann bring mich mal zum nächsten Schrein. Wenn du so lieb bist, dann werde ich dich auch registrieren, sobald wir hier irgendwo mal so ein Pferdedings finden. Seht ihr, es hat nur diese zwei, ja, wie nennt man das dann? Diese Ringe da, Sporen. Und mit zweien ist es halt nicht so schnell. Es ist eins der langsameren Pferdchen. Oder mit weniger Ausdauer, sagen wir mal so. Aber es war nicht so schwer zu zähmen. So, bleib mal hier.
So, geparkt. Und wie es so in Zelda ist, man hat jetzt weniger viele große Aufgaben, da hat man eher so weniger, aber dafür sehr, sehr umfangreiche Hauptquests. Und Nebenquests sollte man nebenbei wirklich abschließen oder auch hier diese Schreine, weil man damit einfach mal besser zum Ziel kommt am Ende. In Bewegung. Okay, das sind eine Art Autos. Mit. Und du hörst jetzt auch auf zu fahren, indem ich dich hier einfach mal so hinstelle. Und dann müssen wir hier aufpassen, dass es ungefähr gerade ist. Ja, nicht ganz gerade, gerade. So. Einigermaßen. Nicht hübsch, aber selten. So, und dann lass ich mich jetzt hier hochfahren. Komm. Husch. Okay, hat gerade so funktioniert. Gibt bestimmt auch hier wieder eine elegantere Lösung. So, hier müssen wir uns jetzt was basteln. Dann beim Glück geht's dann wieder ab. Da rüberkommen irgendwie. Ach nee, da ist ja schon eine Plattform. Das ist okay. Ist umgefallen. Ich weiß gerade nicht, ob es so passt. Boah, ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Das schon reicht. Das werden wir gleich sehen. Es reicht schon einer. Auch hier bin ich gemein und überspringe das Ganze und hole mir nur das Segenslicht. Und jetzt haben wir 4. Gehen zum Schutzraum zurück und holen uns die Ausdauer. Das machen wir jetzt noch. Ich wollte gerade sagen, mein Pferd ist weg, aber das ist ja. Mit dem Pferdchen reiten wir jetzt dahin. Ah, wollte ich so elegant sein und dann ist das hier nicht möglich, weil es dem Pferd zu steil ist.
Reiten wir da jetzt hin? Oh, schaut mal, der Mond, das sieht doch richtig cool aus. Muss ich nun mal kurz auf die Karte schauen, wo jetzt der Spähposten war. Da, wo der blaue Turm ist. Jetzt, wenn es dann zu viel, ne, dann hört's auf. Dann sagt es sich nö. Jetzt mal noch den Ausdauer-Container. Schade, dass ich den Apfel nicht im... um Gottes Willen. Es tut mir leid, Pferd. Da hinten wäre auch noch mal ein... ja, es tut mir leid. Mal wieder, Freunde. Wumms. Ist ja wie in Red Dead Redemption hier. Wären jetzt auch Pferde. Also ich hätte nicht unbedingt jetzt dann kein Pferd mehr gehabt. Nur hätte ich erstmal wieder eins zähmen müssen. Das stand ja nun mal nicht direkt vor der Tür. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich damit hier rein darf. Kann ich mein Pferd mitnehmen? Weil es ist ja noch nicht ganz mein Pferd. Oh, du bleibst hier. Ich rutsche hier mal kurz zur Statue runter. Die war... da. Ich möchte Ausdauer haben. Super, Dankeschön. Und ich gehe jetzt wieder hoch zu meinem Pferdchen. Nein, oh, jetzt habe ich den Schwede angesprochen. Hi. Ich gehe zurück zu meinem Pferdchen. Und wie es weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.